Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eine häufig gestellte Frage an diesen Tagen ist, ob der Corona-Test die Impfung ungültig macht. Und wenn die Methodik lediglich ist, dass man ein Stäbchen in die Nase einführt, so gelangt auch nichts in den Magen herein. Und insofern bricht das auch nicht das Fasten. Was die Corona-Impfung anbelangt, nach der ebenfalls gefragt wird, so ist dieses keine Nahrungsergänzung oder so ist keine Nahrung in der Spritze enthalten. Und wenn dieses ebenfalls nicht der Fall ist, dann bricht das auch nicht das Fasten. Wallahu ta'ala a'la wa a'la.